Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, das Bundesgesundheitsministerium verweist in seinen Richtlinien zum Maskentragen auf die Empfehlungen der DGUV und diese in ihrer Regel DGUV-Regel 112-190 Benutzung von Atemschutzgeräten enthält die Formulierung, die Mindesttragedauer einer FFP2-Maske ohne Ausatemventil beträgt längstens 75 Minuten mit anschließender Mindesterholungsdauer von 30 Minuten. So unangenehm es mir ist, das hier zu verzögern, aber ich denke, es ist an der Zeit für eine Pause und ich beantrage hiermit eine Pause von mindestens 30 Minuten zur Erholung der Atemmasken. So, es ist beantragt, dass jetzt eine Pause passiert. Gibt es dagegen Gegenrede? Herr Wirz. Juristen haben ja häufig im Prinzip ein sehr unpragmatisches, buchstabengemäßes Auslegen von Regeln. Diese Regeln der Berufsgenossenschaften sind gemacht für den Bau, für körperlich schwere Arbeit. Und ich denke mal, dass jeder kurz selber mal rausgehen kann, wie auch die Raucher das tun, um ihre Lungen zu belasten, kann man auch mal die Nase entlasten, kurz rausgehen, Luft schnappen, wieder reinkommen. Insofern halte ich eine Pause für nicht notwendig. So, ein Geschäftsordnungsantrag ist gestellt. Gegenrede ist auch erfolgt. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer jetzt für eine 30-minütige Pause ist, der müsste jetzt mit Ja stimmen. Gegenstimmen? Letzteres ist deutlich die Mehrheit. Und damit setzen wir mit der Tagesordnung fort, sind ja in einer halben Stunde sowieso bei der geplanten Pause. Ich möchte dazu eine Erklärung abgeben, Herr Oberbürgermeister. Unter diesem Verstoß gegen die angeordneten Regeln sehe ich mich nicht mehr in der Lage, an der Sitzung teilzunehmen. Ich werde die Sitzung jetzt verlassen. Und ich halte es auch für einen Rechtsverstoß, den wir auch rechtlich überprüfen werden. Können Sie gerne machen. So, dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, Besetzung des Aufsichts.